Das Abenteuer der Selbstständigkeit hat viele Gesichter. Die Freiheit, selbstbestimmt etwas Eigenes zu schaffen, in der Regel aber mit wenig Sicherheit. Okay. Fünf Geschichten aus Stadt und Land Salzburg, jenseits der traditionellen Pfade, stehen im Fokus dieser 45-minütigen Doku. Eine Kreativunternehmerin und Coworkerin. Für die, die das nicht wissen, ich habe den besten Job auf der Welt. Ein Quereinsteiger in die Landwirtschaft. Also die Vogelhütte ist ein kleiner Biobetrieb im Salzburger Flachgau. Eine Expertin für wissenschaftsbasiertes, traditionelles Pflanzenheilwissen. Ich denke, wenn man in die Geschichte zurückschaut und viele Rezepturen anschaut und dann auch die Hausmittel weltweit, international anschaut, wenn etwas über Jahrhunderte verwendet wurde und auch international verwendet wird, was gibt es für bessere Evidenz, dass das wirkt? Ein Bildhauer und Musiker. Ich bin dann natürlich mein eigener Chef, kein Mensch. Das schafft mir an, wann ich was zum Tun habe. Sowie zwei syrischstämmige Gastronomen. Genau. Am ersten Tag, wir haben geöffnet. Die Leute oder unsere Freunde, sie haben auf dem Tour uns gewartet. Und das war für uns positiv. Sie beschreiben Motivation und Antrieb, worauf es ankommt bei ihrem Projekt und den ersten Corona-Lockdown. Und sie werfen einen Blick in die Zukunft.